So, willkommen zurück zum Let's Play Ocarina of Time. Nun haben wir von Darunia eine Armband erhalten, wo wir jetzt nun die Donnerblumen hochheben können. Und dann haben wir ein neues Lied gelernt von La Salia. Und da hat der Darunia richtig übelst groovy getanzt. Wie fühlt sich Darunia? Oh, ich verstehe. Übrigens, kennst du die Melodie, die durch diesen Tunnel ins unser Reich dringt? Wir mögen sie sehr. So. Aber jetzt müssen wir hier hoch. Nehmen wir mal diese Donnerblume. Oh ja, jetzt ist der Link stark und hat Muckis. Mist, es wird bald explodieren. Oh, so weit wollte ich doch auch nicht. Ich wollte eigentlich hier runter. Aua! Was soll das, Mann? Ne? Oh, Link. Was? Ich muss noch eine Schicht kaputt machen? Typisch. Epic Fail? So. Den halten wir mal auf, dieser Bur. Yeah. Hey, warum hast du mich aufgehalten? Das mag ich gar nicht. Ich war gerade so schön in Fahrt. Auf diese Weise kann man wunderbar Stress abbauen. Kennst du das? Lass mich jetzt weiterrollen, sonst gibt's Rock'n'Roll. Wie du meinst. So, wollen wir sehen, wo es hier hinführt. Na toll, noch eine Wand. Wie viel von diesen Wänden gibt's noch? La 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 la. Puh. Ey, Alter. Oh nee. Doch, jetzt muss ich doch mal laufen. Aber kennt ihr, wenn man Stress hat, dass man einfach Purzelbäume macht, um den Stress abzubauen? Also ich nicht. WTF? Ich arbeite gerade an etwas sehr Interessantem, doch ich denke, es wird noch eine Weile dauern. Tut mir leid, ich schätze, in 5 oder 6 Jahren dürfte es fertig sein. Alter, da bin ich ja schon zu alt. Boah, das dauert eine Ewigkeit. Also, da kann ich vergessen. Ja, jetzt sollte ich wieder nach oben. Und lese erstmal den Hinweis. Gelingt es dir, mich mit einer Donnerblume zu stoppen, belohne ich dich. Versuche es mehrmals. Hot Rodder Garon. Ach so. Ich dachte, man muss es einmal machen. Ja, Leute, ihr müsst euch merken, ihr dürft nicht zu nett sein. Ihr dürft auch ein bisschen frecher werden.
Hoffentlich passt's. So, zu Hey, warum hast du mich schon wieder aufgeregt? Das mag ich gar nicht. Ich war gerade so schön im Fahrt. Auf diese Weise kann man wunderbar Stress abbauen. Lass mich jetzt weiterrollen. Rock'n'Roll. Ja, lass sie nur rolle. Warte, man soll ihn mehrmals stressen. Ja, willst du mal kommen? Ich warte. Und der soll mich belohnen. Da bin ich mal gespannt, mit was ich hier belohnt werde. Ah, toll. Könntest du nicht rechtzeitig explodieren? Na toll. Wie nervig. Hoffentlich ist auch eine richtige Belohnung. Eine richtig scheidende Belohnung. Boah, schade. Diese dummen Bomben. Die können nicht immer rechtzeitig explodieren. So, jetzt müsste es klappen. Schon wieder nicht. Heimatland. So. Hey, warum hast du mich schon wieder aufgehalten? Das mag ich gar nicht. Oh, ich war gerade so schön im Fahrt. Auf diese Weise kann man wunderbar Stress abbauen. Lass mich jetzt weiterrollen. Rock'n'Roll. Oh je, hoffentlich bringt es was. Weil ich will ja nicht die ganze Zeit jetzt hier rumstehen und Bomben auf ihn werfen. Aber es hat geheißen, ich werde irgendwas belohnt. Aber nicht durch diesen Ratschlag. Weil es hat immer Ding, 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 Ding gemacht. Hey! Ja, das ist gerade das Komische. Ich will auf Nein drücken. Ah, ich verschwind. Das bringt nichts. Was will ich denn hier? Ah!
größte Schwachsinn. Ja, wie lange willst du noch die Zeit vertreiben, Link? Ja, gleich. Navi, ich will nur was herausfinden. Wo ist die dumme Blume? Komm ich da hin? Nee. Da brauche ich Bomben, um da frei zu machen. Und wie ihr sehen könnt, unten links, da habe ich 99 Rubine, das heißt Maximum. Das kann nicht mehr Rupies tragen. Wer ist jetzt gekommen? Ich stehe hier, um den Donnerblumenschatten zu spenden. Möchtest du mich etwas fragen? Über die Donnerblume oder über der Dokushöhle? Die Blumen, die dort wachsen, sind Donnerblumen. Es sind explosive Höhlenpflanzen, die nur auf diesem Berg wachsen. Die Blüte der Blume dient als Material zur Bombenherstellung. Jemand, der die Blumen nicht kennt, sollte sich davor hüten, sie zu pflücken. Normalerweise wachsen sie nur in dunklen Höhlen. Daher ist dieses Exemplar hier sehr selten. Ist dir auf deinem Weg hierher die Höhle aufgefallen? Dies ist Dodongos Höhle. Weil es im Inneren nur wenig Licht gibt, wachsen dort sehr viele Donnerblumen. Oh, verstanden. Ein Wunder der Natur, die Donnerblume. Vorsicht, nicht pflücken. Das muss ich leider illegalerweise tun. Um diesen Stein hier loszuwerden. Oh, dabei ist auch das Schild draufgegangen. Und? Ja, eigentlich solltet ihr ja noch dahin gehen. Wegen dem Herzteil. Was willst du mir sagen, Navi? Listen, nimm eine Donnerblume, um in der Dokushöhle Hölle zu gelangen. Ja, das habe ich schon getan, du Blitzmerkerin. Oh, es tut mir leid. Ich wusste ja gar nicht, dass du schnell weißt. Ja, jetzt hast du kapiert, Navi. So, einfach hier raufklettern und den Sturz riskieren. Hallo, ich will mit dir reden. Ja, tut mir leid, Mann. Dank deiner Hilfe können wir wieder in die Höhle. Du bist ein wahrer Held. Oh, vielen Dank. Vielen Dank, Corone. So, das geht nur mit dieser Donnerblume hier. Ding, 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 ding. Dodongos Höhle, der zweite Dungeon. Aber diesen Dungeon machen wir im nächsten Part. Ciao.